Willkommen bei uns im Herzkatheterlabor. Wir möchten Ihnen einen Einblick in die interventionelle Kardiologie beim Hund geben. Im Katheterlabor, das ist ein steriler OP-Saal mit speziellem Equipment für die Durchführung von Röntgendurchleuchtung, können minimalinvasive Prozeduren durchgeführt werden. Somit sind Eingriffe realisierbar, die keine klassischen chirurgischen Operationen darstellen, weil ja keine großen Schnitte gemacht werden. Hierbei kann über die Einführung von Kathetern in Blutgefäße der Zugang zum gewünschten Bereich ermöglicht werden. Hier sehen wir Patienten, die bereits eine Ultraschalldiagnose bekommen haben, die eine Indikation für einen Kathetereingriff ergibt. Die letzten Messungen für die Vorbereitung des Eingriffes erfolgen jetzt, um über die Auswahl der benötigten Materialien zu entscheiden. Es gibt unterschiedliche Indikationen für diese Art Eingriffe. Am häufigsten geht es darum, angeborene Missbildungen zu behandeln. Bei bestimmten Erkrankungen ist eine Heilung möglich, bei anderen ist eine Verbesserung zu erreichen und somit ein normales Leben für den Patienten möglich. Auch ältere Tiere mit zum Beispiel Rhythmusstörungen oder einer Verengung der Luftröhre kann geholfen werden, um die Lebensqualität zu verbessern und die Lebensdauer zu erhöhen. So sieht der perkutane Zugang aus, um die benötigten Katheter einzuführen, ohne Gefäßschäden oder Blutungen zu provozieren. Einmal die Nadel im Gefäß drinnen, dies erkennen wir, indem ein paar Bluttropfen sichtbar werden, kann man einen Draht einführen, der dann das Legen von einem dünnen Schlauch, der als Schleuse bezeichnet wird, ermöglicht. Diese Schleuse verfügt über ein Ventil, das den Austritt vom Blut verhindert und das Einführen der Katheter erlaubt. Mit an Bord sind Narkosepersonal sowie ein Chirurg. Sobald der Katheter in der gewünschten Position ist, werden die Strukturen, das Herz oder die Blutgefäße, mittels Kontrastmittelgabe für uns sichtbar gemacht. Das nennt sich Angiografie und das ist die Basis für die weitere Planung des Eingriffes. Hier sehen wir eine Pulmonalstenose oder eine Verengung der Lungenschlagader aufgrund einer Missbildung während der embryonalen Entwicklung. Mit Hilfe eines Ballons kann die Verengung erweitert werden. Der persistierende Ductus arteriosus, kurz PDA, ist eine der häufigsten angeborenen Herzerkrankungen beim Hund. Das ist eine Gefäßmissbildung, bei welcher sich der Ductus arteriosus nach der Geburt nicht verschließt. Heutzutage kann man dieses Gefäß verschließen, ohne den Brustkorb zu eröffnen. Hier erfolgt der Zugang über die Leiste, über die Oberschenkelarterie, über die Bauchschlagader in den Ductus hinein, wo ein Implantat eingesetzt wird, das den Durchfluss unterbindet. Der Eingriff ist erfolgreich verlaufen, und zwar ohne nennenswerte Komplikationen. Wir konnten die Gefäßerkrankung von unserem Patienten erfolgreich korrigieren und somit ist er geheilt. Er darf ein normales, langes, schönes Leben ab jetzt leben und braucht keine Medikamente mehr. Auch Patienten mit Bradykardien oder langsamer Herzfrequenz aufgrund einer Leitungsstörung des Herzens, zum Beispiel der AV-Block, können Schwäche oder Ohnmachtsanfälle entwickeln. Bei bestimmten Patienten ist der Einsatz von einem Herzschrittmacher von Vorteil, da dadurch die Herzfrequenz kontrolliert werden kann. Weitere Therapieoptionen sind die Erweiterung eines Trachealkollaps oder eine Verengung der Luftröhre bei Patienten, die dadurch eine Atemnot entwickeln. Dabei wird ein Stent direkt in die Luftröhre eingesetzt oder eingeführt, ohne dass dabei ein Schnitt erforderlich ist. Der Stent bringt der Luftröhre Stabilität, somit kollabiert sie nicht mehr. Auf unserer Website finden Sie aktuelle, weitreichende Informationen zu diesem Thema. Mein Name ist Ricarda Brandes und ich arbeite mit Tierärzten und Tierkliniken in diesem Bereich zusammen. Sprechen Sie deshalb Ihren Tierarzt an und kommen Sie gern auf uns zu.